Was geht, Leute, von heute? Willkommen hier zu FIFA 2015 Ultimate Team. Ja, falls ihr, warum ihr euch wundert, warum ich hier oben einen goldenen Spieler habe, den habe ich mir nur ausgeliehen. Ja, ich will jetzt heute hier den nächsten Sieg haben. Ja, und ich denke mir mal, wir starten jetzt hier die Runde. Und ich brauche eure Hilfe beim Ultimate Team. Wenn ihr den einen oder anderen Tipp für mich habt, dann schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mich da unterstützen könntet, was ich verbessern kann und was ich noch beachten muss beim Ultimate Team. Ich würde mich freuen, deswegen lasst echt Kommentare da. So, ich bin gespannt auf unseren nächsten Gegner. Mal sehen, was er so am Start hat. So, gucken wir uns mal sein Team an hier. Oha, er hat Lewandowski vorne. Ja, okay, scheint auch neu angefangen zu sein mit Ultimate Team. Ja, mal schauen. Vielleicht können wir das Ding reißen, denn ich sammle ja auch die Coins. Ihr könnt mir mal in die Kommentare posten, ob ihr schon Geld für das Spiel FIFA 15 ausgegeben habt. Oder ob ihr sagt, sollen wir die Coins erfarmen. Also erspielen hier im Spiel. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Freue mich auf jeden Fall. Ja, warum am Wochenende jetzt nichts gekommen ist, kann ich euch auch erzählen. Kurz und knapp. Ich habe einfach mal dann ruhigen gemacht am Wochenende. So, und ja, und deswegen, ich wollte am Wochenende einfach mal ruhigen machen. Denn ich sehe YouTube immer noch als ein Hobby an. Und ich verdiene damit ja nichts und möchte ich auch irgendwie erstmal noch nicht. Ich möchte, weil ich habe Spaß an den Videos. Klar, wenn es mal möglich wäre, etwas damit zu verdienen, auf jeden Fall. Warum nicht? Kann man ja dann auch machen. Aber jetzt momentan ist, wie gesagt, daran nicht mal zu denken und deswegen... Oha, da hat er eine gute erste Chance rausgespielt. Ja, und deswegen ist er auch momentan einfach nicht dran zu denken und deswegen, ich sehe es als Hobby und so behandle ich das dann auch und ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Deswegen kam jetzt am Wochenende auch mal nix. Aber jetzt geht es ja wieder los. Jetzt kommen wieder regelmäßig Fragen in der Woche. Und ja, jetzt wollen wir uns hier aber mal ein bisschen wieder aufs Spiel konzentrieren. So, ich spiele mit meinem Team, heißt MTV Lag. Oh nein. Okay, das könnte jetzt die erste Chance werden. Wir schießen. Ah, schade. War schade, aber guter Versuch. So, mal sehen, ob wir hier gewinnen können. Wollen wir nochmal schauen. So. Oh, das war ein klares Foul. Freistoß, klar. Oh, Freistoß für uns. Okay, ist auch in Ordnung. Ah, komm schon. Ah, schade. Kann man nicht am Ball ran? Verdammt. Oh, jetzt haben wir oben eine Lücke gelassen. Torwart raus. Jawohl, daneben. Oh, haben wir Schwein gehabt. Das war sauknapp. Da hätte er jetzt in Führung gehen können. Wir müssen besser aufpassen. Online-Saison ist ja immer auch noch was anderes gegen Offline-Gegner, ne? So, ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare posten, wie ich am schnellsten Coins farmen kann. Würde mich auch mal echt brennend interessieren. Komm schon, Aguero. Ah, schade. Schade, schade. Ah, kam der Pass nicht durch. Verdammt. Ach, Kopfball konnten wir uns auch nicht durchsetzen. Oh, Lewandowski, guter Spieler. Jetzt aufpassen, 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 aufpassen. Leute, lass ihn noch nicht so... Jawohl, Glanzparade, sehr schön. Schöne Parade von unserem Keeper. Oh, Aguero führt sie alle vor. Schießt! Ja! Yeah! 1:0 in der 22. Minute. Aguero. Schön rausgespielt auf jeden Fall. Hat er gut gemacht. Ja, wir haben ihn ja nur noch auch jetzt nur noch für dieses Spiel. Und danach war es das auch schon wieder. Leider. Naja, wir führen jetzt in der 22. Minute 1:0. Bin ich ganz froh drüber.
Wir bauen die Führung natürlich weiter aus, klar. Wisst ihr ja, ich schalte den Druck und... Jawohl! Und da ist die nächste Chance. Na komm schon! Ah, ich hätte früher hoch... Ich habe oben gerade nicht gesehen, hätte ich mal hinspielen sollen. Und dranbleiben, komm schon. Ja, schön. Tore kam raus, so will ich das sehen. Komm, geh. Ja, komm. Ah, schade, hat er sich nicht durchsetzen können. Ja, verdammt. Ja, auf jeden Fall, im Ultimate Team macht mir auch mega viel Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass ich bald bessere Spieler bekomme. Aber das dauert ja auch alles seine Zeit, habe ich gehört. Oh, schade, hat der Torwart rausgeholt. Verdammt. So, mal das Ganze mal ein bisschen ruhiger wieder angehen jetzt hier. Ey, Schiri! Das war ein klares Foul. Mist. Okay. Ah, schade, ich dachte, ging der nicht durch die Lücke durch. Das ärgert mich jetzt, ne? Na gut. Oh, komm schon. Oh! Das war knapp. So, wollen wir mal gucken, ob wir nicht jetzt mal das 2-0 machen. Oh, komm schon. Weg damit. Weg damit. Lieber weg damit, als dass der noch reingeht. Jawohl. Komm schon, jetzt geh ein bisschen, komm. Ja, komm. 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 Ah, der ist müde, ne? Verdammt. Komm schon. Ah, schade. Da waren zu viele in der Mitte. Da kamen wir nicht durch. Verdammt. Okay. Bis jetzt sieht es ganz gut aus, würde ich sagen. Bis hierhin. Nein, Fehlpass. Oh, weg damit. Oh, das war jetzt knapp. Das war absoluter Fehlpass. Oh Mann, jetzt darf ich nicht mehr so eine Fehler machen. Oh, Keeper. Beste, verdammt. Schöne Parade. Oh Mann. 4 Minuten Nachspielzeit, 1-0. Könnte eng werden, die Kiste. Und er wird auch natürlich jetzt in der nächsten Halbzeit den Druck erhöhen, hundertprozentig. Sollten wir vielleicht auch nochmal überlegen, ob wir da nicht nochmal was umstellen. Oder ob wir die Aufstellung so lassen. So. Ja, Halbzeit. 1-0 für uns. Für den MTV. Ja, ich denke mal, ich lasse die Aufstellung so. Und wir gehen das Ganze ruhig an. Und dann gehen wir ein bisschen gechillter mal nach vorne. Und gucken, dass wir das langsam aufbauen hier. Ah, schade, ich dachte, ich kann wieder außen kommen, aber da wusste er das. Oh, faul. Für wen der da? Für mich? Nee, für ihn. Shit. Na gut. Okay, so. Weiter geht's hier. Oh, und schön abgefangen. Jetzt komm. Komm. Komm, geh. Aber warum schieße ich denn? Ah, mein Controller hat sich auch ein bisschen verstellt. Komischerweise ist Schießen bei mir nicht mehr auf Kreistaste, sondern jetzt auf der Vierecktaste. Und Flanken auf Kreistaste, warum auch immer. Tja, keine Ahnung. Weiß ich nicht warum. So, jetzt aber. Das sieht gut aus. Komm schon, Aguero, komm schon. Ah, schade. Schade, schade. So.
Stöger. Ah, aber guter Versuch. Guter Versuch. Oh, jetzt wird's hart. Jetzt wird's knapp. Ich hole den Keeper raus. Ha, auf der Linie gerettet. Sauber. Sehr schön. So will ich mein Team sehen. Das gefällt mir echt gut. Mann, 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 Mann. Sehr schön auf der Linie noch gerettet, ey. Sonst wäre das, sonst wäre der echt drin gewesen. Jawohl. Aguero setzt sich durch. Schießt. Nein. Ah. Okay. Komm, neue Ecke. Okay, alles klar. Eckschuss. Den versuchen wir jetzt direkt zu verwandeln. Oh, knapp. Oh, so knapp. Schade. Schade, schade. Echt. Aber wir spielen gut. Also, dafür, dass mein Team noch nicht so gut ist, muss ich ganz ehrlich sagen, hält es sich echt super. Aber ich hoffe natürlich, wie gesagt, auf eure Kommentare und ein paar Tipps. Da würde ich mich drüber freuen. So, Aguero wieder am Ball. Vielleicht kann er uns ja jetzt zum Inführung schießen. Nein, leider nicht. Da gibt er zurück zum Torwart. Aber vielleicht wechsle ich jetzt auch gleich nochmal Spieler aus. Denn da sind schon wieder viele müde bei mir. Aguero geht nicht mit. Er geht nicht mit. Was war das denn? Mann, ich wollte den doch nochmal weitergeben. Ah, so ein Cheat. Verdammt. Okay. So. 1:0 immer noch in der ersten Halbzeit. Ich habe einen verletzten Spieler. Vielleicht muss ich doch echt jetzt langsam, wenn wir im Ballbesitz sind, wechseln wir gleich nochmal. 69. Minute ist das jetzt. So, und ich will jetzt nochmal wechseln. Und zwar auch den Sturm. Aguero lasse ich nochmal drinne. So, Mittelfeld, Stöger. Oh, der ist total kaputt. Wird ausgewechselt. Ja, das meine ich nämlich, Leute. Meine Fitness ist nicht so gut von meinen Spielern. Deswegen schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Vorschläge habt. Wäre echt gut oder so. So, da wird gewechselt. So, und jetzt haben wir nochmal frischen Wind reingebracht. Vielleicht wird uns das jetzt nochmal ein bisschen nach vorne bringen. Ach, schade. Sehr schön. Und wir gehen über außen. Oder doch nicht. Jawohl. Schön freigelaufen. Komm schon. Schieß. Nein. Schade. Ich dachte, Fernandes kann diesen Winkel. Ah, leider war der ein bisschen zu steil, glaube ich. Schade. Aber wir spielen auch gute Chancen raus. Und lassen uns da nicht unterbordern, bis jetzt. Oh Mann. Oh nein. Komm weg damit, jawohl. Komm schon, du hast Power. Komm, du kannst noch. Ah, schade. Ich dachte, der kommt durch, aber verdammt. Naja, aber wir spielen auf jeden Fall gute Chancen raus, würde ich sagen. Und es ist auch ein sehr ausgeglichenes Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir eigentlich recht gut gerade. Macht gerade echt Spaß zu spielen. So, 80. Minute. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Ah, schade. Ich dachte, ich kriege da noch durch, aber Freistoß. Jawohl. Beide Mannschaften können die Partie noch für sich entscheiden, aber viel Zeit haben sie nicht mehr. So, gehe ich mal über außen. Ah, ich weiß nicht. Ich möchte immer so. Bin so ein Spieler. Können wir auch mal in die Kommentare schreiben. Ich bin immer so einer, der geht immer durch in Mitte. Ein Spieler am Boden sieht so
Ja, das ist, sind meine müden Spieler, die sich jetzt zehren hier. Die können nicht mehr. Ich muss den Sieg jetzt aber noch nach Hause bringen in den letzten 5 Minuten. Ich kann auch leider nicht wechseln. Oh, das ist jetzt nochmal die Möglichkeit. Nein, und der Pass kommt wieder nicht an. Ah, schade. Ah, da oben, ah, ist er oben gestartet, habe ich nicht gesehen. Nein, wo spielst du denn hin? Shit. 4 Minuten Nachspielzeit noch. Ich hoffe, wir bringen den Sieg nach Hause. Ich hoffe es. Komm schon. Die letzten Minuten, Leute. Die letzten Minute jetzt. Kommen wir noch einmal ans Tor. Können wir uns nochmal durchsetzen. Nein. Ja, und da ist der Sieg. Sehr schön. 1:0. Gutes Ergebnis, muss ich sagen. Schönes Spiel gewesen. War sehr ausgeglichen, muss ich auch sagen. Weniger Ballbesitz, trotzdem gewonnen. Das ist doch kein Widerspruch. Überhaupt nicht. Ich hab da eh so meine... Ja, 1:0. Schönes Ergebnis. Ja, mal sehen, wie viele Coins ich bekomme. Gut, 500. Immerhin, würde ich sagen. Immerhin. So, und die ersten 3 Punkte. Ja, Leute, ich auf jeden Fall, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn ja, dann zeigt es mir doch mit dem Daumen nach oben. Ach, wir haben 2300 Coins. Okay, dann könnten wir doch mal vielleicht noch... Können wir ein Pack, ein Silberpack kaufen? Nee, können wir nicht. Okay. Können wir leider nicht, schade, ich dachte, wir hätten uns ein Pack kaufen können, können wir aber nicht. Okay, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir doch mit einem Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Die mich noch nicht kennen, würde ich mich auch drüber freuen und auch auf eure Unterstützung. Naja, argumentiert, kommentiert, kritisiert, wie ihr es immer tut. Bis zum nächsten Mal, euer Nordi. Ciao, peace.